Feindesland, aber ich habe mich trotzdem hierher getraut. Und ich möchte mich vor allen Dingen auch an dem Ortsverband der AfD hier bedanken, Norbert Meyer persönlich. Norbert Meyer hat eine ähnliche Frisur wie ich, auch eine ähnliche Brille wie ich, aber wir sind nicht verwandt oder verschwägert. Ja, wie eben schon gesagt wurde, bin ich ja Direktkandidat im Wahlkreis Dresden 1 für die AfD und ich bin auf Platz 2 der Landesliste gewählt worden. Da waren viele von euch beteiligt. Vielen Dank nochmal. Da sind wir jetzt auch schon bei einer wichtigen Frage. Platz 2 gewählt worden, ja, vorläufig, endgültig oder wie auch. Ne? Wir wissen es nicht, weil das hängt jetzt auch so ein bisschen von euch ab, wie die Sache weitergeht. Ne? Liebe Freunde, nach der Höcke-Rede im Ballhaus Watzke bin ich ja auch ins Visier geraten, also von allen Seiten. Ne? Disziplinarrechtlich bin ich ins Visier geraten, ne? Strafrechtlich wegen Volksverhetzung war ich angezeigt, auch wegen der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wenn man jemanden anzeigen will. Und dann bin ich ja auch hier innerhalb der Partei ziemlich ins Visier geraten, das Ermittlungsverfahren gegen mich ist eingestellt worden von der Staatsanwaltschaft Dresden. Da bin ich sehr dankbar, dass die das so schnell gemacht haben.